Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und wir müssen reden. Wie schnell du umgewechselt bist gerade. Das war, bis vor zwei Sekunden war das hier noch ganz, ganz anders. Wirklich völlig anders. Hallo. Ganz schwer und Chris Pogo. Hi. Chris Pogo. Hallo, Chris Pogo. Schön, dass du da bist. Thema ist heute Helden der Kindheit. Krass. Oder auch, wenn man in Leute verliebt war, wollte ich sagen. Aber verliebt das ging zu. Was denn? Wenn du rattenscharf auf irgendwelche Leute warst. Ja, aber dann früher. Ist das doch kein Held. Nee. Oder? Da ja, aber ja kann ja sein. Aber wir haben ja gedacht, okay, Wolf wollte eigentlich noch über fiktive Leute reden, die er wie mal schon reingebracht hat. Fiktive? Nee, pass auf. Du hast vorgeschlagen, lass uns über Helden der Kindheit reden. Ich dachte, ja, ist cool, alles. Und dann auf dem Nachhauseweg dachte ich, wäre es nicht noch lustiger, wenn wir uns gegenseitig erzählen, in welche fiktiven Charaktere wir damals so als Kind voll verknallt waren. Ja. Weißt du? Die dann vielleicht unsere sexuelle Ausprägung entscheidend bis heute mitgestaltet haben. Ja, habe ich auch drei aufgeschrieben. Also seelische Abgründe. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen dahin gehen, wo es wehtut. Oh, fuck, wo geht das heute hin? Habe ich auch drei aufgeschrieben. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Und ihr könnt natürlich dabei sein und anrufen unter der Nummer hier. Da, 040. Nee. Ich muss die immer noch ablehnen. 716-68942. Aber eine schwere nice. Nummer. Ja. Und du hast dir einen Drink gewünscht. Ich habe mir einen Drink gewünscht. Und wirklich ohne Scheiß, ich wusste nicht, dass wir dasselbe kriegen. Ich dachte, ich darf mir einen wünschen, du darfst dir einen wünschen und du sollst eh, worauf du Bock hast. Nee. Ah, ich mix das für alle. Der Gast darf sich das immer ist ja cool. Lieblingsdrink ja. wünschen ich und das mich. Mix ich auch für alle. Aber es ist ein hartes Ding, muss ich echt sagen, ne? Das ist ja ein richtiger Gentleman. Ja. Was hast du dir gewünscht? Ich habe mir einen Dry Martini gewünscht. Das ist der Drink, den man bestellen kann, wenn man nichts anderes weiß. Wirklich, ohne Scheiß, der geht immer. Danach weißt du auch nichts mehr. Ich hab, es ist nie getrunken. Ich hab's nie getrunken. Ich auch nicht. Das ist reiner, purer Alkohol. Und die Kunst, das kann ich schon mal sagen, die Kunst ist, den so zusammenzumischen, dass es eben nicht nach hartem Alkohol schmeckt. Weil das kann jeder. Wie soll man pures Alkohol zusammenmischen, damit das nicht nach Alkohol schmeckt? Bist du fucking Barmann oder hast du dich nur so verkleidet? Tatsächlich. Also du hast mir nur mal gelesen, dass der nur neben einem Wermut gestanden haben muss. Ja, also Gin und Wermut ist drin. Und ich stell schon mal die Gläser kalt, hast du ja auch gesagt. Die ne? Gläser kalt stellen, ja. Denn unser Spitzenfachbarmann Pogo hat gerade noch mal gegoogelt, wie man das macht. Und also das hätte ich ja auch sagen können, das Glas muss ganz kalt sein, das ist voll wichtig. Ist gleich soweit, ja, alles gut, ich bin okay. Entspannt. Ja. Gut, Wolf. Also jetzt bin ich sehr entspannt, wo reden ich das reden wir mal sehen. Über deine Helden der Kindheit. Helden der Kindheit, einfach nur so, generell Helden ja. der Kindheit, ohne dass du, also normalerweise musst du ja so ein bisschen den Door-Opener machen. Ich dachte, du fängst nicht so an. Ich fang mal an, ich werf mal Bud Spencer und Terrence Hill. Wissen, in welche Richtung das so geht. Wir haben gar keine, ich will mal Bud Spencer und Terrence Hill in den Raum Hallo? Werfen, Bud die wirklich mich sehr geprägt haben. Wirklich? Ja, natürlich. Ja, aber ist denn der nicht einfach Aufnehmer? Nur, ja, finde ich lustig. Ich muss jetzt erstmal auf den Aufnehmer ja, suchen. Was ist denn los? Hier ist er. Alle sind jetzt schon völlig so, verwirrt. Hab schon abgenommen. Hallo. Hallo. Ah, hi. Na, wer ist denn da? Hier ist der Christian. Hi, Christian. Ist das richtig? Achso, ja, guck mal, ist jemand lustig, ne? Hildesheinz. Sind sie lustig? Ey, ich brauch so einen Lachbutton. Hier. Ihr habt doch gerade die ganze Zeit so lustige Lacher eingespielt. Mach das mal jetzt. Auf Hildesheinz. Komm. Lacher. Na, okay. Ja, sehr gut. Christian, was sind denn so deine Helden der Kindheit gewesen? Ja, meine Helden der Kindheit sind eigentlich alle Dragon Ball Charaktere, aber irgendwie sehe ich gerade, dass ihr meinen Namen und mein Alter irgendwie falsch geschrieben habt. Du bist ja nicht 47. Das gehört zur Show, Christian. Achso, das gehört zur Show. Okay, ja. Nee, 47 bin ich nicht. Ich bin noch ein paar Tage jünger. 27. Das ist übrigens super, wenn man am Anfang der Show erklären muss, was zur Show gehört und was nicht. Das ist schon sehr gut so, für den kommenden Suchen des Buttons gehört auch zur Show. Ja, auf jeden Fall. Ach so, ja, cool. Okay, Christian. Dragon Ball Charaktere? Ja, Christian, genau. Hast du gesagt, ne? Also vor allem so, und jetzt ist schon spannend, Goku, weil... Bitte was? Ja, Son Goku ist halt irgendwie immer noch mein Held, ne? Also ich gehe jetzt schon seit sechs Jahren regelmäßig pumpen, damit ich halt... irgendwann noch mal so aussehe wie Son Goku und habe halt auch meine ganzen Tätowierungen, die ich jetzt noch geplant habe, komplett auf Son Goku ausgerichtet. Was ist denn deine Kampfkraft? Kann man das schon sagen? Also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist die höher als 9000. Also, wahrscheinlich nicht, aber, auf jeden Fall höher als die sein von Krillin. Okay, das ist gut. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wovon er spricht. Ja, wie stark man ist. Ja, okay, das kann ich abschließen, aber ich habe jetzt nicht so intime Kenntnisse der Materie, deswegen. Aber hat so ein Goku nicht auch eine völlig beknackte Frisur? Das ist so das, was ich mit dem assoziiere. Christian, hast du auch eine völlig beknackte Frisur? Was? Ja, also die Frisur ist völlig beknackt, so eine gute Frisur kriege ich leider nicht hin, die Son Goku hat, dafür habe ich halt einfach keine Anime-Haare. Wie ist deine Frisur im Moment? Ja, so ein bisschen so wie die von Colin.
Du eher so Justin Bieber-mäßig. Mein Beileid. Mein herzliches Beileid. Ja, also ich war schon länger nicht mehr beim Friseur. Also das ist. Kämpfst du auch über? Ich kann dir nur einen Call-In anbieten. Ja. Machen Sie mir den Call-In. Ja, also wenn er mal einen Doppelgänger braucht, ne, sagt Bescheid, dann vertrete ich den gerne. So cholerisch kann ich auch, glaube ich. Ja, da musst du aber wieder abpumpen vorher, wenn du Call-In hier vertreten willst. Wie hast du jetzt große Frage? Ja, vor allem geht das doch auch, oder nicht? Wie hat dich denn wirklich Son Goku geprägt im Nachhinein? Verhältst du dich auch so ein bisschen heldenhaft irgendwo im Alltag? Naja, also ich laufe jetzt nicht über die Straße und verkloppe irgendwelche Leute, die mir irgendwie scheiße kommen. Aber also ich gebe halt nie auf. Ne? Also ich bin ehrgeizig und wenn ich kurz vor einer Niederlage stehe oder kurz davor irgendwie zu scheitern, dann dann halte ich einfach durch und gebe nochmal volle Power und gebe halt nochmal alles. Ne? Und denkst dir, ey, so, nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche kommt der nächste Held. Neue Chance nächste Woche. Der nächste Fight. Ja, was heißt nächste Woche? Ne? Also es ist meist schon der nächste Tag, wo es weitergeht. Ja, ist ja meistens jede Folge. Kann man ja jeden Tag eigentlich. Ist das so? Nicht Ja gut, läuft ja momentan nur noch einmal die Woche, ne? Und dann auch nur auf Japanisch. Also so ein bisschen. Ja. Son Goku. Was hat er denn... Pumper Chris. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll noch. Son Goku hat doch noch mehr Eigenschaften, ne? Also, was macht er denn eigentlich? Was zeichnet denn Son Goku aus? Also, Son Goku frisst halt den ganzen Tag. Das machst du auch, kann ich auch oder ganz gut. Also, öfters mal, ja. Dann also bin ich halt von morgens um 8 bis abends um 12 nur am Fressen. Das kriege ich auch ganz gut hin. Ja, ein bisschen dummes Son Goku. Also, gerade wenn es irgendwie um Frauen geht, da... Ja, stimmt, ja. Das empfinde ich auch ganz gut nach. Also, wer ist der, Bulma oder Chichi? Ich weiß nicht mehr genau. Ey Leute, wo redet ihr? Ich weiß auch nicht. Ey, ohne Scheiß, ist das so eine Privatunterhaltung zwischen euch? Ich bin voll raus. Wer, Bulma oder Chichi? Was? Das sind die beiden Frauen, die in Dragon Ball vorkommen. Es gibt eigentlich zwei. Ja, also Bulma ist ja die Frau von Son Gokus besten Freund und Rivalen Vegeta. Ne? Genau. Ja. So. Hast du auch einen besten Freund, der vorher deine Rivale war? Das ist noch so meine Frage. Meine letzte. Was ist denn hier mit dem ich glaube, mein bester Freund, der ist nicht so wirklich ein Rivale für mich. Also der ist halt komplett anders als ich. So wie Kirin eigentlich. Wir pushen uns schon immer ganz gut hoch und wir sind halt beide dumm, ne? Das ist ja bei Dragon Ball. Ja, schön. Ja. Son Goku ist doch cool. Wow. Man kann, glaube ich, auch von Son Goku viel schöne Sachen rausholen. Also viel positive. Ja, natürlich, ne? Also gerade so seine Muskulatur, wenn man sich die anguckt, ne? Das ist schon... Ja, viel Positives kann man sich auf jeden Fall rausholen. Der hat ja wenig negative Eigenschaften. Das macht ihn tendenziell fast ein bisschen langweilig. Außer, dass er ein paar Mal gestorben ist. Ne? Ein paar Mal gestorben, du ja noch hoffentlich wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube noch nicht. Und in Dragon Balls jagst du auch nicht hinterher wahrscheinlich. Ja, ich hab's versucht, aber dafür fehlt es einem halt zu klein. Ne? Ja, also da liegt nicht mal einer und die nächsten Städte sind schon zu weit weg. Traurig. Ja, Chris, finde ich interessant auf jeden Fall. Son Goku. So wie der Drink, der auch gleich interessant wird. Ich bin sehr gespannt. Ja, Chris, danke für den Anruf. Pumper danke, Chris. Ja, Pumper danke, Chris. Schön, dass du auch gesehen. Okay. Ja. Cool. Okay, nice. Ja, Son Goku. So ein Bock, aber ist ja auch nicht besser, als wenn ich jetzt sage Bud Spencer und Terence Hill. Aber stimmt, das waren deine Helden, oder was? Bud Spencer und Terence Hill. Ich habe auf jeden Fall mal versucht, nachdem ich einen Bud Spencer-Film gesehen habe am Vortag, meine Klassenkameraden auf dem Schulhof zu versuchen. Hallo, hier ist Felix, wer spricht da? Felix, bist du eigentlich total dumm? Sag mal, Felix. Achso, sorry. Ja. Falsches Dings. Ich würde sagen, auf der nächsten Gehaltsabrechnung steht da auch drauf. Falsches Dings. Einfach mal keine Euros diesen Monat. Ja, fandst du aber nicht Bud Spencer und Terence Hill cool? Ja, doch, gut. Ja, super. Also, die waren ja schon Helden, oder? Du kennst dich aus, ich kenn das. Trinkst zum ersten Mal. Gehört da echt so ein Zitronendings rein? Aber das kenne ich wiederum nicht. Das ist so eine persönliche Handschrift von dir. Aber das kann man ja trinken. Das habe ich irgendwo gelesen, dass man wahlweise auch ein bisschen Zitrönchen reinpacken kann. Ja, also für deinen ersten finde ich annehmbar, wirklich. Nein, ohne Scheiß. Kann man wirklich trinken, ja, ne? Kann man trinken, sag ich doch. Annehmbar? Das ist ja wie eine 4 in Mathe, ey. Das ist ja... Ey, weißt du, wie schwer der ist? Wirklich, ohne Scheiß. Der ist eigentlich der ganz easy, ging doch ganz leicht. Ja, ich meine, der ist schwer so zu machen, dass das er halt stimmt, richtig... Ja. Okay, annehmbar aber war vielleicht ein bisschen zu salopp. Er ist schon echt ganz gut, das wollte ich dann sagen. Unser hauseigene Gin hier hat ja auch schon so eine kleine Zitronennote, ne? Oh, das ist geil. Krieg ich davon eine Kiste direkt mit gleich? Cool. Eine Flasche finden wir bestimmt. Ja, sicher, hör mal. Wir haben noch eine Minute, wir nehmen es ja nicht an. Der kann nach der Pause kommen. Das muss aber schnell gehen. Das schaffen wir ja nicht. Nee, das schaffen wir ja nicht. Was? Ist schon Pause? Ja, ist gleich Pause schon. Oh, lass uns ganz kurz über Bud Spencer und Terence Hill reden. Ich habe nämlich auch, ich wollte früher wirklich gerne Terence Hill-mäßig sein. Nee, Terence Hill fand ich immer cooler.
Ich mach lieber Terence. Ey, komm, Bud Spencer war viel geiler, wie die Leute mal. Also so haben wir uns auch. So haben wir immer genau, gespielt, hat man wie wir uns ja dann auch, so kloppen. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Okay, wie alt warst du da? So aus Versehen. Ja, in der Grundschule, ne? Grundschule, ja. Siebte, ja, schon ein bisschen. Sieben, acht. So. Hast du da noch so eigene Szenarien entworfen oder hast du die Filme nachgespielt, die du gesehen hast? Nee, hast du eigene entworfen. Ich habe mir auf jeden Fall, wollte mich mal jemand, habe ich mich mal gestritten mit einem in der Schule und dann habe ich erst so daneben, hat er sich so dumm gebückt, als ich ihn schlagen wollte und dann habe ich ihm wieder Rückhand eingegeben, wie bei Spencer und Terence Hill. Das ist ziemlich gut. Funktioniert auf jeden Fall. Hast du auch mal Geräusche dabei gemacht? Ja. Und so schlechte Sprüche die ganze Zeit. Ja, ja, ich habe es auf jeden Fall versucht, den nachzueifern. Ja. Ja, nee, wann, also fand ich schon gut, aber nicht so, dass ich sagen würde. Ich hab mich nie geprügelt übrigens, das war alles nur so Fun-Prügelein, ne? Als du gesagt hast, Held der Kindheit, weißt du, der erste Name, der mir eingefallen ist, mein wirklicher Held der Kindheit. Und ich wollte genau das machen, was er gemacht hat. Und Achtung, jetzt kommt's. War Heinrich Schliemann. Und wer Heinrich Schliemann ist? Wer ist das? Das sehen wir nach der Werbung. Nicht schlecht, ne? Ja. Hallo, hier ist Felix. Ist da jemand? Herzlich willkommen zurück, weil wir müssen Helden reden. Wir müssen reden. Wir müssen Helden? Wir müssen Helden. Wir müssen Helden. Helden. Ja. Wir sind Reden. Wir reden müssen Helden. Der Kindheit. Ja. Wer ist dieser Typ? Ach so, ja, genau, hier. Kann man doch abgreifen, ne? Oder? Wenn ich jetzt Heinrich Schliemann oder muss ich mich so... Das ist Heinrich Schliemann. Wir haben nicht gegoogelt. Wer ist das? Das ist Mann, Alter, Heinrich Schliemann, das ist kein Witz, der hat Troja entdeckt. Und das fand ich als Kind so fucking geil. Ey, pass auf, ich wollte Archäologe werden. Wollte Entdecker werden? Nee, nicht Entdecker, sondern Archäologe. Ich fand es super geil. Ich habe irgendwie ganz viele Bücher gelesen. Den Klassiker Götter, Gräber und Gelehrte haben bestimmt alle in ihrer Heimbibliothek zu Hause. Ja, wie alt warst du da? Das war, warte mal, bevor... Jetzt hör mal ganz kurz noch. Bevor ich auf das Gymnasium gegangen bin in der 5. Klasse, 10 oder so? Keine Ahnung. Das ist aber krass. Und das Lustige ist, ich habe mich irgendwie für Dinosaurier interessiert, Weltall, so Unterwassertiere, alles cool. Aber für Archäologie im Speziellen gar nicht unbedingt. Aber irgendwie, das hat mich so fasziniert, dass der Typ Troja entdeckt hat. Und ich wollte unbedingt Archäologe werden. Und deswegen bin ich aufs Gymnasium gegangen, habe Latein als erste Fremdsprache gehabt und so. Ja, und jetzt bin ich krass. Guck mal, was jetzt ist. Aber interessierst du dich immer noch dafür, für sowas? Nee, ich glaube auch. Ganz mehr, nichts gegen Archäologie, liebe Freunde, aber ich glaube, das ist fucking langweilig. Das muss so langweilig sein. Auch entdeckt, ne? Du musst auch echt lange rumgraben, bevor du da irgendwas. Naja, hast. Also da gibt es bestimmt immer wieder mal was, aber das ist wahrscheinlich so ein Berufszweig, da hast du wie einmal in 15 Jahren, findest du echt was Geiles, was so 11 Leute auf der Welt mitkriegen, so, auch cool. Und der Rest kriegt aber nicht. Ich glaube auch, die meisten Archäologen, die hängen irgendwo ihr ganzes Leben in eine fucking Wüste ab und graben irgendwelche Löcher aus und untersuchen. Ich hatte aber mal überlegt, Archäologie zu studieren, tatsächlich. Weil er aber die ganzen Feinde umlaufen, ne? NC-frei ist. Hallo. Hallo. Guten Abend, liebe Leute. Ich war mal eingeschrieben für Archäologie in Bremen. Guten Tag, Sergej. Guten Abend, Gunnar. Guten Abend, Wolf. Hi, Sergej. Und guten Abend, Herr Barkeeper. Hallo. Herr Barkeeper ohne Namen. Ich trinke auch schon. Ist das abgefahren? Eigentlich wollte ich jetzt gerade eben anfangen, Game of Thrones weiter zu gucken. Aber dann sehe ich plötzlich, dass der Wolf hier plötzlich am Start ist. Das ist mir geil, da rufe ich jetzt mal an. Kann ich dir gut gemeinen Rat geben? Mach den Scheiß hier aus und guck lieber Game of Thrones weiter. Das würde ich nämlich machen. Aber gut. Sergej, schön, dass du da bist. Was war denn dein Held der Kindheit so? Mein Held der Kindheit. Gibt es natürlich viele, aber Nummer uno kann keinen anderen geben. Jackie Chan. Ich dachte, das ist ganz geil. Ich hätte irgendwie gedacht, Boris Becker bei ihm. Ich sag euch, ich bin zu Hause bei mir im Garten rumgesessen, hab irgendwelche Stunts nachgemacht, im Gartenstuhl hingehockt, mich fallen gelassen. Ich habe versucht, irgendwelche damals Powerman, wie die da ihr Morgentraining machen, den Fuß an die Wand heben und dann den Kopf dagegen. Ich habe es nicht direkt hinbekommen. Ich habe nicht verstanden, wie die es gemacht haben. Was war das für ein Spezialeffekt? Nee, war keiner. Man musste sich nicht dahin arbeiten. Aber hast dich immer schön verletzt, wahrscheinlich auch, ne? Am Anfang ja, aber dann habe ich mich ranzioniert. So, wie weit ging denn diese Leidenschaft? Hast du danach Kampfsport angefangen? Ja, habe ich. Ich habe mittlerweile auch ziemlich vieles durch. Angefangen Wing Chun Kung Fu, dann Taekwondo, dann alles Mögliche. Zurzeit ein bisschen Kickboxen. Und? Also ich liebe es, ich liebe es. Und Stuntman geworden? Stuntman jetzt nicht ganz, nee, da ich hocke am Computer und lasse wundersame Sachen stehen. So einen Scheiß mache ich. Aber ich habe ein ziemlich traumatisches Ereignis mal erlebt, Jackie Chan. Also das hat mich echt geprägt. Das war nicht echt. Ich habe den Glauben an das Gute auf der Welt verloren. Das war im Urlaub, Mallorca, 1997, da war ich 10.
bin den Eltern hingefahren. Ich wusste da schon, ich war ein ziemlich krasses TV-Spielfilmkind, habe immer die TV-Spielfilme durchgebettet und ich wusste, oh, geil, da läuft Mission Adler. Aber, oh Mist, da bin ich gerade im Urlaub, da kann ich es ja gar nicht gucken. So eine Scheiße, Mission Adler, finde ich immer noch sein bester Film. Und dann, und ich habe mir die ganze Zeit tagelang Sorgen gemacht, wie soll ich mit dem Film schauen? Ich hatte ihn schon, glaube ich, ein paar Mal gesehen, aber ich wollte ihn trotzdem noch mal sehen. Und dann die Rettung. Geil, in der Lobby gibt's einen Fernseher und da kann man echt deutsche Programme angucken und keine Sau schaut da Fernsehen, nur ich, geil, das ist gerettet, ich kann's gucken. Dann über die Tage lerne ich so einen Typen kennen, auch einen Deutschen, der war ein paar Jahre älter, als ich 14 war, glaube ich, mit dem habe ich mich angebrannt, der hat mich ein bisschen hochgeguckt, ja, der war ganz cool, Partygießer, glaube ich. Und dann eines Abends dachte ich, ja, klare Sache, jetzt heute schauen wir Mission Adler, ich sag's einfach Bescheid, hey, heute Abend Pro7, gell? Nee, nichts Pro7, heute Abend wird RTL geguckt. Und grinst mich so dumm an. Ich dachte, hey, wie, um Himmels Willen, was kann es heute bestimmt wichtiger sein als Mission Adler? Und wisst ihr, welcher Film wichtiger war als Mission Adler? My Girl. Macaulay Corkin, der sich zum ersten Mal verkleidet. Aber der Typ ist auch seitdem... Alter, ich hat seine Brille nicht auf, er hat seine Brille nicht auf. Gib Thomas J. seine Brille. Ja. Aber der Typ ist doch seitdem für dich gestorben, oder, gewesen? Wahrscheinlich. Ja. Der hat allen möglichen gestorben? Respekt verloren in dieser Nacht, oder? Das war's mit der Freundschaft. Ja, also ich dachte, bist du Mann oder nicht? Du willst jetzt allen erstes My Girl gucken und nicht Mission Adler? Obwohl, da habe ich aber eine ähnlich peinliche Geschichte. Ich war mal beim Kumpel und wir waren ungefähr in deinem Alter und hatten ganz viele Videos und wollten irgendwie was gucken. Und er hat vorgeschlagen, Predator 2 zu gucken. Und ich weiß nicht warum, ich wollte unbedingt Der Kindergarten gucken. Und dann, das klingt nach einer guten Geschichte. Ey, und wir haben uns fast gestritten, weil ich unbedingt den fucking Kindergartenkorb sehen wollte. Ja, wobei Predator 2 natürlich... 10 Jahre alt, also das kann man... Predator 2 ist auch nicht so geil. Ich war peinlicherweise ein bisschen älter, sogar 13 oder so. Und ich weiß nicht warum, ich wollte den scheiß Kindergartenkorb sehen. Also von daher... Ich muss ja sagen, ich bin ja großer Schwarzenegger-Fan. Ich kann fast alle seine Filme. Kindergartenkorb habe ich, glaube ich, nie so richtig geguckt. Nein, ich fand den früher mega geil. Ja, ich fand den auch irgendwie, er hat was. Ich war auch ein großer Arnold Schwarzenegger-Fan. Ich habe heimlich die Filme aufgenommen mit Showview. Jungs haben einen Penis, Mädchen eine Vagina. So, fürs Leben lernen mit dem Film. Ja, das hat der kleine Junge da. Twins fand ich geil mit Schwarzenegger und den Ja, Schwarzenegger hätte ich jetzt auch nennen können als Held oder Van Damme. Durch Van Damme habe ich Spagat gelernt, auch mein Vorbild. Aber Alter. Jackie Chan ist halt doch irgendwie krasser. Ja, Jackie Chan... Kannst du denn so ein paar Stunts, hast du denn danach noch, wenn du so ein bisschen Erfahrung gesammelt hattest, hast du danach denn noch ein paar Stunts gemacht, solche in der Art? Ich bin jetzt nicht von irgendwelchen Klippen gesprungen, aber ich habe so ein paar Übungen, zum Beispiel in Schlangenschatten des Adlers, wo er da diese Liegestützsprünge macht und dann die Füße in die Hohe, in die Luft geht und dabei den Arsch oben hat, das habe ich dann tatsächlich nachgelernt und dann gemacht. Die große Frage, gibt es davon Videomaterial? Ey, das wollte ich auch gerade fragen, genau. Es gibt sogar Videomaterial. Ich habe sogar einen YouTube-Channel. Das will ich jetzt mal sehen. Das gucken wir. Nachher ist das so richtig peinlich. Okay, also ich gebe zu, unseren YouTube-Channel, der heißt Sir Al, da kämpfe ich mit meinem Kumpel, wir machen gegenseitig so Challenges, wir haben erstens so Sport-Challenges gemacht oder auch Busen-Memory gegeneinander gespielt. Komm, ich kein beim Plattenladen hab kein Hausfrau-Monolog hier. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Sir Al. Sir R? Ich finde Sir... S-I-R, ja. Leerzeichen A-L. Al. Ach. Sir Al. Sir Al. Sir Al, ja. Sir Sergei und Al Alex. Ach so, mit E wahrscheinlich hat er gesagt. Wobei diese Moves, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind noch nicht auf. Das ist jetzt im Kommen. Das planen wir noch, sowas reinzumachen. Ich habe, glaube ich, irgendwann ein älteres Video. Genau, auf den Channel von denen. Ja, nee, ich finde hier Sir Alistair Thorne aus Game of Thrones. Gib doch einfach mal Sir Al ein. Ja, guten Memory. S-I-R oder Sir Al? Geh doch mal darauf. Ist er das? Spaß, Spannung, Abenteuer. Ja, wahrscheinlich Berlin. Berlin. Ja, genau, das ist es. Berlin, komische Leute, Videos? Fuck it. Geh mal auf Videos. Was haben wir denn da? Geh mal den Kampf. Hier, CrossFit Open 2017, was geht ab? Wie heißt denn der Kampf? Wir machen ein bisschen Sport auch gegeneinander. Wie heißt denn der Kampf jetzt? Ah ja, Sir Al gegen L Challenge 2. Ja, genau, wir gucken gerade mal in euer Busen-Memory rein. Du kannst dir mal dieses Plattenladen-Video angucken, das ist, finde ich, ziemlich gut gelungen, wo ich im Plattenladen bin. Wir wollen kein Plattenladen-Video, wir wollen dich kämpfen sehen. Ja, echt, wo wird denn gefeindet? Das kommt noch. Das kommt noch, das gibt's doch gar nicht, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Mach das weg. Ja, okay. Kampfvideo kommt noch. Schön Werbung für dein Channel gemacht, ne, mit keinen Inhalten. Da kannst du auch bei Rocket Beans anfangen. Ja, cool. Wie viele Abos hat er denn? Drei? Drei oder vier.
38 Abos hast du, mein Lieber. Ja, ich hoffe, da werden nicht mehr jetzt. Steile Karriere, sehe ich da. Da wird ja nichts mehr. Ja, ja, cool. Dann schreib uns mal an, wenn die Kampfvideos online sind. Die will ich nämlich gerne sehen. Ja, ich schreibe euch an, ich habe sogar noch alte oder meinen alten Account, aber darum sollte es jetzt gar nicht gehen. Dann sind wir hier ganz schön abgedroht. Jetzt ist Schleier schon vorbei. Jetzt hattest du deine Zeit. Sag es, Sergej. Schon raus. So, weg mit ihm. Wahrscheinlich die Werbung hat ja nur so Busenmemorie. Ja, das ist aber echt. Ganz ehrlich, redet ja von fetten Kampfvideos und zeigt uns der Busenmemorie. Und wie er im Plattenladen ist. Busenmemorie kann ich auch spielen hier. Ja, und Waffe reicht. Hab ich tatsächlich zu Hause geschenkt. Busenmemorie. Echt? Sind so verschiedene Busen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Okay, ja, klar. Was ist für Busenmemorie? Ja. Nicht echte Frauen. Ach, ja. Da können wir eigentlich gleich mal so ein bisschen. Okay, oh, auf diese Schiene kommen. Ja, ja. Ich habe drei Leute aufgeschrieben. Auch eine von Dragon Ball natürlich. C13 hieß die, glaube ich. So, jetzt geht's nochmal zur Erklärung. Jetzt geht's um Charaktere, in die man ein bisschen verliebt war, auch wenn sie fiktiv waren. Ja. Ich fand verliebt meine ich. Ich fand die. Gott, du wolltest sie rammeln. Ich fand sie richtig toll. Ja. Ja. Ich fand sie richtig. Du, aber ich finde nicht ganz toll. Aber fiktiv, ja, wie alt war ich denn da? Ja, weiß ich nicht. Also 17, 19? Nee, der war ich 23? Ja, weiß nicht. Gib mal C13, glaube ich, hieß die. Ja, aber warte mal. Also nur fiktive Charaktere, keine. Nee, Lindsay Lohan und die Olsen Twins kommen auch noch. So, C13 aus. Heißt sie doch, gell? C13 hieß sie doch. Nee, C13 ist falsch. Wie heißt sie denn nicht? Von Dragon Ball. Wer hieß sie denn? Kannst du dir mal noch einen machen? Ich glaube, der ist schon wieder auf dem Trockenen. Ja, wie heißt sie denn jetzt? C17 heißt sie. Bestimmt. Ist das die Bitch? Irgendeine Zahl, Alter. Geh mal, versuch's mal alle. C17. Ist das die Bitch von R2D2? Von Dragon Ball. Nee, da haben wir sie. Nee, oder? Alter, ach so. Nee, die ist ja auch nicht. Das bist du sicher, Gunnar? C18. Was ist denn da jetzt los, Mann, Leute? Das waren Cyborgs. Und die fand ich ganz geil. Ach, die? Alter, von der habe ich so viele Rule 34 Videos schon gesehen. Jetzt weiß ich auch, wo die herkommt. Ja, alles klar. Die finde ich natürlich ganz nah, fand ich immer ganz nice. Ja, so einen Scheiß gab's. Okay, wie alt warst du? Man muss das ja einordnen können. Wie alt warst du? Weiß nicht, 14? 14? 12? Irgendwas dazwischen, ne? Ja, ja, finde ich, ey, aber lustigerweise, das erste fiktive Wesen, in das ich ganz schön hart verknallt war, es geht in eine ähnliche Richtung. Das war nämlich, Achtung. Na, Jessica Bunny haben wir ja rausgelassen, weil die alle geil fanden. Jessica Rabbit. Rabbit. Ja, brauchst du nicht erwähnen. Nee, nee. Aber hier, der dunkle Kristall, habt ihr den gesehen? Dunkle Kristall, habt ihr den gesehen? Ich hab den, das ist schon 1000 Jahre her. Ich glaube, die hieß Kira. Das ist super. Nee, das ist überhaupt nicht peinlich. Du hast gerade eine Dragon Ball Z-Figur genannt. Ich sag jetzt Kira aus Dark Crystal. Die fand ich so süß. In die war ich voll. Guck mal, in die war ich voll verknallt. Schau sie dir an. Dieses elfengleiche blonde Haar. Und die, ey, und das Geile ist. Das ist mit der göttlichen Kaiserin von ey, nein. Ey, Wolf, was geht bei dir? Alter, und jetzt weiß ich auch warum. Die hat nämlich mit derselben Stimme gesprochen wie Ariel. Und die hat mit derselben Stimme gesprochen wie Janine von den Ghostbusters. Und die fand ich alle geil. Janine von den Ghostbusters hat nur genervt. In den Zeichentrickfilmen? Ja, immer. Aber die war immer heiß. Immer rumgeschrieben. Die war heiß. Also, es lag an dieser Stimme. In dem Film war die ätzend. Jessica Rabbit natürlich. Kennt jeder, glaube ich. Mann, ich war so in Kira verliebt. Aber da war ich wirklich noch sehr klein. Der dunkle Kristall. Ich glaube, da war ich 7, 8. Und natürlich Lola Bunny aus Space Jam. Oh, ja. Lola Bunny aus Space Jam. Ja. Ja, toll, ey. Solche Scheiße hatte ich nicht in der Kindheit, Mann. Schlümpfine, ja. Die war irgendwie auch ganz hot, ne? Die hatte ist so ein Safe Search eigentlich aus oder an? Ich mach's mal lieber nicht. Ja, ja die natürlich auch vor. Ach, guck mal, nein, Safe Search ist eindeutig aus. Okay, mal gucken, wie schnell die Regie reagieren kann. Ja, die war natürlich auch hot, ne? So, aber jetzt kommt wirklich mein persönliches Waterloo. Ich weiß noch, da war ich 15. Das ist ohnehin, ihr kennt es, liebe Jungs, ne? Ist ein ganz, ganz schwieriges Alter. Und ich habe noch nie so gelitten in meinem Leben wie da. Kelly Bundy. Oh. Alter, ich bin fast verreckt. Ja. Kelly fucking Bundy, ohne Scheiß. Die war toll. Die war dumm, aber toll. Ey, ja. alle unsere Kissen im Wohnzimmer konntest du alle danach wegschmeißen. Ich fand auch die Dings hier von Roseanne, die jüngere Tochter. Nee, die fand ich blöd. Die blonde? Nee, die andere, die jüngere. Die dunkle hat richtig genervt einfach. Die mit den Locken? Mit den schwarzen Locken? Ja. Komm, hier, Service für die Zuschauer. Wir gehen sie alle mal durch. Hieß sie Diane? Ich hab das nie. Hieß sie nicht Diane? 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 Irgendwas mit D auf jeden Fall. Nee, so hieß sie nicht. Oder mit 2 N? Wird die irgendwie komisch geschrieben? Nee, wahrscheinlich nicht. Diane. Ich dachte, die heißt Diane. Rosa. Nee, aber nee. Hier, guck mal, da sind ganz viele Roseannes. Wer ist das? Daryl. Da? Sie? Sie war's? Ja. Sie? Ja. Wie fandst du denn von Alf? Ist sie lesbisch, ne? Zufall? Wie fandst du denn die von Alf? Lynn. Nee, die war mir immer zu brav. Die hat auch Zahnspange gehabt, ne? Wie oberflächlich bist du denn?
Noch? Nee, also aber so jung, nee, nicht, aber die fand ich irgendwie langweilig, ne? Nee. Also, ja, Kate. Die Kate war im Vorspann, wie sie da in der Dusche ist und dann kommt Alf mit der Kamera rein und sie ist so, ah, nein, Alf, mach weg. Alf, ich dachte mal, Alter, jetzt. Ja, jetzt mach mal, Alf. Jetzt, ja, Alf, ich stell dich mal nicht so an. Alf fand ich auch mal cool, ey. Ja. Aber ja. Ey, wirklich, bei Kelly Bundy. Ja, red immer weiter. Ich suche jetzt mal ein gutes Bild von Kelly Bundy. Mach mal Kelly Bundy. Mann, wir kennen doch alle Kelly Bundy. Habt ihr dann auch, ja, aber so vielleicht unsere Zuschauer nicht. Die sind ja erst 9 Jahre alt. Meinst du? Ja, ich glaube, fand so die von, So. Hier, das Bild. Habe ich. Ja, gut. Davon ja. Habe ich mir so einen Tapetenabdruck machen lassen. Mann, fuck, sagen musst, oder guck mal hier. Deine jetzige Frau sieht auch so ein bisschen aus wie Kelly Bundy. Ja, ja, stimmt. Wenn man so auf die Augenpartie achtet. Stimmt, Schatz, stimmt. Hast du das gehört? Oh, Alter, Mann, bestes Thema hier. Ich Wolf kommt gerade in Fahrt. Was denn? Okay, sagst du erstmal Entschuldigung. Clarissa. Wer? Clarissa. Ist das eine Schulfreundin? Muss ich die kennen? Nee, Clarissa. Clarissa. Von Nickelodeon. Von Clarissa hier mit Joan Hart. Ach, hier, auch, hat die nicht auch die dumme auch Sabrina Hexe gespielt? Hat, genau. Aber vorher hat die Clarissa gespielt. Clarissa, wie heißt die nochmal? Irgendwas mit, stimmt, Joan Hart. Ich mach einfach mal Clarissa Joan Hart. Da werden wir mal das Richtige finden. Joan Hart. Joan Hart, Joan Hart. Joan Hart, ach so, nee, stimmt. Hart. Doch, da ist sie ja. Oh, genau. Hier, guck mal hier. Oh, das ist natürlich ein bisschen ungünstiges Foto auch, ne? Hier ganz. Nö, wieso? Das sieht man doch nicht. Ja, die ist ja verheiratet jetzt. Aber stimmt, aber die ist echt ganz süß. Die war früher, hat aber so ein komisches Auge, was so ein bisschen. Ja, gleich weg. So ein bisschen Karl, deine Augen werden nicht akzeptiert. Ja, also eine kleine Macke gleich aussortieren. Es gibt genug andere. Eine 10 von 10 Frau hat ein bisschen hängendes Schlupflied. Raus! Gleich raus! Ist ja voll eklig, ey. Hallo! Hallo! Hallo, hier ist Clara, moin. Hi, Clarissa. Ich hab wirklich so gehofft, dass du es Clarissa sagst. Nein! Ja. Clara trinkt Schnaps. Was trinkst du denn? Clara? Guck mal, sabber ich schon. Wir müssen vielleicht mal die Getränke. Ja, Norddeutsch Korn, ne? Das ist eigentlich ganz geil, wenn wir die Getränke vorher veröffentlichen und die Leute dann mittrinken können. Oh, sich dasselbe mixen. Ja. Mit uns zusammen? Ja. Sehr gute Idee. Ja. Wäre echt eine gute Folge. Ey, fuck, meinst du, werden wir dann vom Martini auch bezahlt, weil wir dann. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Clarissa, was ist denn dein Held der Kindheit gewesen oder Heldin? Ich nenne dich jetzt Clarissa, da kommst du jetzt mal raus. Ja. Das war mein Papa. Oh. Ja. Da kommt mir fast ein kleines. Warte mal. Gar keine ist dein Eltern Papa oder sowas genannt. Superman. ja, und zwar, weil mein Papa war Arzt und dann war halt, also er war voll der Held für mich, weil er wusste halt voll viel und hat so ein tolles Studium hingelegt und nur so eine Sachen, ne? Und jetzt kommt seine verzogene Tochter und kriegt nichts auf die Reihe. Ruf die Frage abends bei Rocket Beans an und trinkt Schnaps. Trinkt Korn, nordischen Korn. Aber Clarissa, was machst du denn? Also probierst jetzt auch Ärztin zu werden oder hast gesagt, nee, komm, das wird eh nichts? Nee, dafür war das mir zu schlecht. Ich studiere Wirtschaft und Recht. Das ist auch Wirtschaft gut. Und Recht? Ach so, ja. Auf was Handfestes. Ja, genau, hat zumindest goldenen Boden. Braucht man immer. Ja, aber ich glaube hier, Vater hast du aber auch aufgeschrieben, ne? Ich habe nur Eltern aufgeschrieben mit Fragezeichen, weil das bei mir auch nicht. Das trifft in deinem Fall nicht zu. Ja. Aber wie ist es denn jetzt, Clarissa? Clara, Mann. Verwirrung. Mein Papa ist tot schon seit 10 Jahren. Oh, fuck. Das tut uns natürlich leid. Das tut uns leid. Ja. Nee, alles gut. Also das Gute ist, ich war sehr schlimm in meiner Pubertät. Also gut, dass er das nicht mitbekommen hat. Mein Gott, das muss aber wirklich sehr schlimm gewesen sein. Ja, aber was hat dein Vater dir denn mit auf den Weg gegeben, quasi, dass du ihn immer noch als Helden siehst? Hast du auch so ein paar Erinnerungen vielleicht? Also, oh Gott, mega witzig. Als ich in der Grundschule war, hatte meine Lehrerin, war mega gemein zu mir, also wirklich richtig gemein. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann hieß es so, ja, also Clara, du, die siehst du später nochmal wieder, du. Also der zeigt es nochmal. Und dann hat sie sich tatsächlich mal den Arm gebrochen und dann muss man ja beim Röntgen immer so den Arm besonders hinlegen. Und er hat ihr so weh getan, dass sie geheult und geschrien hat. Extra? Wie sie auch lacht dabei. Ja. Das ist natürlich echt derbe. Ich habe einmal, finde ich aber cool. Ich habe einmal im Sportunterricht gesehen, da hat sich, ich glaube,
Simone war es bei uns in der Klasse, hat sich einen Arm gebrochen. Und das war schwer traumatisierend, wirklich. Der Max, der liebe, mein guter Freund Max, der sonst ein kleiner Rabauke war, wirklich so ein Maul, der war danach eine Stunde lang nicht mehr ansprechbar. Der war wirklich, weil Simone ist da irgendwie so vom Reck gekracht und die lag dann auf dem Boden, auf den Matten. Und die hatte wirklich hier so einen richtigen, du hättest mit Spielzeugauto unter dem Arm durchfahren können. Das war so eine richtige fiese, Alter, und die hat geschrien wie am Spieß, alter Schwede. Das war richtig schlimm, echt. Also das war von wegen auch, ja, Arm gebrochen. Muss ich gerade dran denken, als du diese heitere Geschichte erzählst, wie lustig es ist, wenn sich jemand einen Arm bricht. Also, es kann ja auch lustig sein. Ja, ich kenn das auch, ich habe auch viel gesehen. Ich durfte halt immer in der Praxis rumhängen und bei den Hausbesuchen war ich immer dabei und so. Ja, das also. Geht mir aber auch nicht. Mein Vater, ja auch Arzt, hat mich auch öfter mal mitgenommen, aber ich wollte nie. Stimmt, ich habe dazu gezwungen. mein Papa hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich immer ehrlich sein soll, immer sagen soll, was ich denke und das ist irgendwie passt ich schon irgendwo rein. Meistens. Ja, das ist wirklich gut, ja. Mach mal ruhig weiter so. Ja, cool. Ich mache schlechtere Ratschläge. Und wie hat dein Vater dir das erzählt von der Lehrerin? Das interessiert mich noch. Naja, ich war im Prinzip dabei. Also sie kam halt ins Sprechzimmer und ich saß halt immer bei ihm nachmittags. Und dann kam sie da halt so rein und ich musste natürlich dann im Sprechzimmer bleiben. Das ist sie. Ja. Ja, schön. Ja. Das ist schön. Bestimmt, im Nachhinein wäre er noch stolz. Ja, ja. Auf jeden Fall. Finde ich toll. Ist gut. Ist doch irgendwie auch cool, dass man Eltern als Helden sieht. Auf jeden Fall. Ist das bei euch auch so? Nee. Ich muss sagen, meine Mutter ist ja mittlerweile auch schon seit echt vielen Jahren, aber die hat umgeschult und ist jetzt Altenpflegerin. Finde ich toll, ja. Wirklich, wenn ihr mir erzählt, wie ihr Alltag so aussieht, also welche Schichten sie hat und vor allem, was sie dafür bezahlt bekommt, also nicht nur, weil meine Mutter es macht, aber ich denke mir spätestens seitdem, Hut ab vor jedem, der das ernsthaft macht. Ja. Weil das ist eine fucking Knochenarbeit. Und auch umzuschulen dafür, finde ich auch toll. Aber wenn ich es auch überlege, was meine Mutter so alles schon durchgemacht hat im Leben, ey, das ist schon echt heftig, also das ist schon heldenhaft. Nee, es war auf jeden Scheiß. Fall, ja. Und jetzt hast du irgendwelche, weiß nicht, jungen Praktikanten, denen ist es halt schon zu hart, wenn die mal 20 Minuten Anfahrtsweg haben. So, ach nee. Ja. Meine Mutter auch, also was, dass die uns so toll erzogen hat. Muss man sagen, du kennst ja meine Brüder vielleicht auch, die sind ja auch alle nette Jungs. Ja, auch deine Jungs, Eltern. Ja. Ja. Meine Eltern kennst ja auch, stimmt. Ja, ja, wir haben uns mal kennengelernt. Grüße an Familie Krupp an der Stelle. Ja, finde ich schön. Danke, ja, Clara, für den Anruf. Clara, vielen Dank. Ja. Finde ich toll, dass auch mal sowas dann zum Thema kommt. Ja, schön. Sehr schön. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. Auch. Prost, ne? Tschüss. Ja. Ey, meine Olive wird so schrumpelig da drin. Gehört das so? Ja gut, wenn die Olive schrumpelig wird, kann es auch am Alter liegen. Ich mag die eh nicht. Willst du meine Olive haben? Ja, gerne. Aber wo wir gerade bei denen sind, Olsen Twins, habe ich ja schon gesagt. Und, das war heiß. Und Lindsay Lohan, früher muss ich auch noch eben erwähnen. Und bei den Olsen Twins ist immer die kritische Frage, was war ihre heißeste Phase? Full House, ganz am Anfang. Bei Uli mit der Wimpernstung. Ja? Nein, Quatsch. Soll ich mal googeln? Nee, als die diese doppelte Lottchen-Geschichte gemacht haben. So in New York und so? Hier ein verrückter Tag in New York. Das ist auch schön, ja. Da waren die auch. Die Olsen-Zwillinge, meinst du? Auch süß. Ja, ja. Süße Kinder gewesen. Aber schon, gab's mal irgendwie so einen Film, wo die auf irgendeinem so ein Camp waren? Ja, das ist dieses doppelte Lottchen-Ding. Ja, okay, dann ist es das. Ja, die haben einige dieser Art gemacht, einige Filme. Ja. Ich kenne nur diesen einen, da sind sie in New York und da spielt hier der Vater aus American Pie mit Eugene Levy. Die haben wir besuchen ihn da oder wie? Ach, wie sehen die eigentlich jetzt aus? Nee, die haben ich gerne wissen. Na, sehr zack. Gut. Die eine ist doch mit diesem von Sarkozy, der Bruder, mit dem Bruder zusammen. Olsen Twins, da haben wir es doch schon. Mit dem Bruder von Sarkozy. Okay. Nicht mehr so geil. Nee, stimmt, ey. Weißt du, wer dafür jetzt echt ganz schön hot ist? Ist die dritte Schwester. Hier, ja. Mary, wie heißt sie? Mary Jo Olsen? Wie heißt sie ja nochmal? Nee, Mary Kate ist. Und nee, ja, wie heißt sie aber die Schauspielerin? Godzilla und den ganzen anderen Scheiß. Weiß ich nicht. Ahnung. Also ja, irgendwie. Nee, die sind auch gesund geht irgendwie auch anders. Nee, ne? Die sind einfach auch leider. Aber guck mal, hier waren sie aber abgedreht. Da gehen die noch. Mhm. Alter, wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Ne? Das wissen da wir. Da gehen die noch vor allem. Da gehen sie noch. Mann, ey, das, wir reden über unsere Kindheit hier. Also jetzt mal ehrlich. Filme, was? Geh mal auf die Filme ja, da. Ja, genau. Ja. Genau, den meine ich. Ein verrückter Tag in New York war sehr gut. Top Secret, zwei Plappermäuler, 1 und 1 macht 4. Nee, da waren sie noch zu jung. Das ist so, nee, genau. Diese Teenie-Phase, die kam echt danach. Ja. So Little Time. Volume 2, Boy Crazy. Die haben doch auch einen Film mit John Goodman gemacht, den ich ja auch von Police Academy richtig cool fand. John Goodman? Von Police Academy? Nee, John Goodman, nicht Steve Gutenberg. Ja, war das nicht dieser 1 und 1 macht 4? Kann sein, das nicht? Kann sein, du. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Welcher ist denn das von Police Academy? Das ist auch das mit dem Mahoney. Mahoney. Ja, Mahoney, Steve Gutenberg, natürlich. Was macht der jetzt eigentlich? Macht der noch nicht?
Keine Ahnung. Hm. Steve Gutenberg, vielleicht ruft er auch noch an. Kommen wir mal zu Hulk Hogan, Bret Hart und Bill Goldberg, würde ich sagen. Hulk Hogan, ganz klar. Die anderen kenne ich nicht. Warst du ein großer Hulk Hogan-Fan früher? Nicht Fan, aber der war ja weltbekannt. Also ein Ding ist mal nicht vorbei. Also wenn, auch wenn du kein Wrestling geguckt hast. Und ich fand auch Thunder in Paradise mega geil. Der war schon wirklich mega geil? Ja. Hast du auch seine Pasta gegessen, für die er dann Werbung gemacht hat? Seine geile Spaghetti? Ich habe ihn hier nicht bekommen, aber wahrscheinlich hätte ich es gemacht. Gerne. Ja, nee, ich fand Hulk Hogan immer super lame. Mein Held war immer der Warrior. Der Ultimate Fucking Warrior. Das war der allergeilste. Mhm. Der war so richtig. Kennst du den Warrior? Ich kenne ihn, klar. Oh, ich war aber schon klar als Kinder, dass die nur so tun. Nein, als Kinder doch nicht. Ihr habt es wahrscheinlich. Nein, am Anfang war mir das nicht klar, als ich es erfahren habe. Ohne Shit, ich dachte, will ich ja Undertaker wieder auferstanden. Weißt du, ich hab ja nicht mit 13 angefangen, das zu gucken. Da war ich echt noch klein so. Ich habe so angefangen zu gucken, den Shit, ey. Ich habe es angefangen zu gucken, aber dann habe ich das irgendwo aufgegeben, das ist nur Fake alles. Da fand ich das mega scheiße. Ich war so enttäuscht von der ganzen Scheiße, dass ich gesagt habe, ich guck's nie wieder, ey. Ich war 6, als ich angefangen habe, das zu sehen. Dann war es vorbei. Ja, genau, ja. Ich war echt auch noch sehr klein. Und da gab es von mir auch so einen gewissen Bruch, muss ich auch sagen. Also ich fand es dann schon noch nett, aber irgendwie es war nicht mehr dasselbe. Ich weiß noch einmal, ich glaube, ich habe sogar Tränen vor Wut geweint, weil bei irgendeiner WrestleMania, auch der Warrior war im Finale und ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er gekämpft hat. Auf jeden Fall hat der Warrior dann von hinten so einen Stuhl übergezogen bekommen, war ich sauer. Und der Referee war abgelenkt. Und ich, so als kleiner Zwerg, ich tob da voll rum und schreie, das kann doch nicht sein, dass der Warrior jetzt den Titel verliert, weil der scheiß Affenhirnmann da nicht in die richtige Richtung guckt. Da war ich richtig sauer. Also wirklich, am Anfang als Kind weißt du das nicht. Also für mich ist da echt, also da war alles vorbei. Das ist ungefähr so, nicht mehr Sport gescriptet ist. Da können wir viel mehr draus machen, wenn Fußball auch gescriptet wäre und so. Da können wir auch so so Bösewichter gegen Gute aufbauen und so, ja. Ja, aber das ist so ungefähr, also wenn man dir dann irgendwann mal erzählt, du glaubst an den Weihnachtsmann und auf einmal sagt dir einer, ey, nee, den gibt's nicht, weißt du. Ja. So war es mit Wrestling. Ja, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Wirklich, das mit Wrestling war schlimmer. Ja, da ist mein Kinderherz eher schon gebrochen. Scheiß auf den fucking Weihnachtsmann. Geschenke kriege ich oder so, egal von wem. Aber Wrestling ist alles gefaked? What? Das war traurig. Wrestling, genau, das wollte ich. Noch eine, auf die ich echt scharf war. Ich bringe mal das Thema auf die heiteren Geschichten zurück. Luna Vachon. Nee, Sunny. Kennt ihr noch Sunny? Nee, Sunny. Weiß ich nicht mehr. Luna Vachon. Die fand ich auch ganz schön hot. Hier. Zeig mal. Okay. Wie sieht die denn jetzt aus wohl? Ach nee, jetzt mach mir doch meine Träume nicht kaputt. Ey, guck mal, ich hab die in allerbester Erinnerung. Die sehen alle aus wie deine Frau jetzt, mal ganz ehrlich. Aber ja, ey, das ist dein Beuteschema. Hab ich alles richtig gemacht oder was? Ja. Nee, hast nicht alles richtig, du bist kein Archäologe geworden. Das stimmt. Ich hab alles richtig gemacht, ey, nee, alles gut. Ja, ich weiß nicht, wie die heute aussieht, wahrscheinlich immer noch echt gut. Mach mal Sunny WWF 2016 oder 17 oder so. 2016 wahrscheinlich eher, ne? Ja, wahrscheinlich 2016. Ey, bitte mach mich nicht kaputt. Wahrscheinlich sieht man nur so einen Grabstein. Ach, guck mal hier. Okay, ey. Ja, Und da wurde sie ja noch mehr aus wie deine Frau jetzt. ich wollte sagen, ich würde immer noch. Also jetzt umso mehr. Jetzt hat sie was sympathisch angeranzt. So, geil. Jetzt ist sie schrumpelig. Kurz zur Musik, habe ich gedacht. Jetzt sind wir Wrestling durch. So easy Target. Musik? Jetzt muss ich mir ein bisschen leider. Du lallst ja schon, mein Freund. Nein, ich muss jetzt leider irgendwie erzählen, wen ich gut fand. Und leider. Vielleicht okay, jetzt kommt was Lustiges. Ich fand die Prinzen richtig gut. Und ich wollte auch jetzt nach Prinzen zur Mini-Playback-Show gerne gehen. Oh, und so da die gewesen. Prinzen performen. Habe ich aber nie getraut, mich da anzumelden. Welches Lied denn? Warum? Das wäre so Goldwert gewesen. Das wäre jetzt Goldwert gewesen. Aber mit welchem Lied hättest du dich angemeldet? Welches Lied? Ich kenne alle. Ich kannte früher alle. Oder hier, manchmal wird der Mann im Mond für seinen Träumen. Manchmal, ja, das kenne ich auch. Ja. Kann ich alle auswendig hören? Wisst ihr, was wir machen? Wir machen eine neue Show, die Mini-Playback-Show hier bei Rocket Beans. Und jeder darf nochmal von seinen Song aus der Kindheit einmal performen hier. Ja. Das ist doch geil, die Prinzen oder? Fand ich früher richtig cool. So richtig, richtig gut? Ja, leider. Also ich fand immer MC Hammer war geil. Ja, das ist ja noch cool. MC Hammer, Vanilla Ice. Was gab's da noch? Als ich ganz klein war, haben mir meine Eltern erzählt, hatte ich eine Schwäche für Roland Kaiser. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Lieder von Roland Kaiser mitgesungen. Der total versaute Roland Kaiser. Ja, aber da kannst du Joanna nichts für. Und so. Joanna. Ja. Du Luder. Geboren, um Liebe zu geben. Ja, genau. Hier, um die Wege zu finden, die ein Mann allein nie findet. Alles klar, ey. Ja, kleine Knirps. Roland Kaiser. Ganz schöner Ja, aber da kannst du, glaube ich, nichts für. Das sind deine Eltern. Das wusste man auch nicht. Nee, meine Oma damals, die hat wirklich extrem viel Schlager gehört und da lief das irgendwie. Ja, Ich war so ganz klein und irgendwie, ich hatte so ein. Ich fand auch Heintje früher ganz toll. Mit seiner engelsgleichen Stimme. Heintje? Ja. Ja, Mama. Ja. Wie ist das? Du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen.
Da gab es auch so eine ganz schlechte... Das kenn ich sogar. Ey, da gab es auch diese ganz schlechte Techno-Version so Mitte, Ende der 90er, als sie so einen Bumspeed auf alles gelegt haben. Und so da gab's auch Marusha-mäßig. So. Ja, ja, genau. Auch so eine Mama-Version mit Techno. Ma, dum, dum, dum. Richtig gut. Hören wir gleich. Also nach der Sendung, wegen Rechten. Ja. Wieso, kommen die hier so rein oder was? Oh, Alter, hier, nochmal Lacher, bitte. Lacher oder Tusch, hätte ich jetzt gern. Aber ich will die ganze Zeit so einen Lacherknopf hier. Wir brauchen Lacher, ja. Regie schläft immer. Ja, gibt keinen. Oder gibt keinen. Na gut. Oh. Geil. Oh, ich komme hier mal an wenig noch richtig geil. Erstmal, nee, komm, wir machen erstmal so. Da läuft jetzt übrigens gerade die große Doku über die Prinzen, ne? Und dieser Sebastian Krumbiegel, Alter, der ist aufgegangen. Stimmt, ja, holy shit. Echt? Ja. Also ich meine, ey, mein Gott, das ist jetzt irgendwie auch schon 20 Jahre her. So, aber ne? Die haben doch auch ein Comeback so 91, jetzt gehabt vor 92. Jahren, oder? Stimmt das? Haben sie? Die Kelly Family hat gerade ein großes Comeback. Okay, wer war der heißeste von der Kelly Family? Gunnar. Ja, Paddy. No fucking way, Alter. Würde ich auch sagen. Ey, da fand ich keinen heiß. Also, ich wollte früher immer einer von Hobos, den Alter. Verlorenen Jungen werden. Von wem? Von den verlorenen Jungen. Lost Boys, der Film? Ja. Nee, von Hook. Von Peter Pan und von Steven Spielberg. Ja. Ich habe den Film ungefähr 100 Mal gesehen und ich wollte richtig gerne, wäre ich dort gewesen und also wäre einer von den verlorenen Jungen. Das ist ja wohl kein Verbrechen. Ja klar, also bei mir war es, ich wollte also zurück in die Zukunft. Seltsam. Ja. Bei mir war es zurück in die Zukunft. Marty McFly, Alter. Der ist auch shit, gut. Ey. Das habe ich rauf und runter geguckt. Ja, klar, die Videokassette war schon so fertig, da waren überall so Striche. Natürlich, drin. Da hast du fast nichts mehr erkannt, aber ja. Hast du gemacht. Und auch Ace Ventura fand ich auch immer cool. Ja. Ich fand als Kind immer Ghostbusters, also die Kinofilme natürlich, oder zumindest den ersten, und aber auch die Zeichentrickserie, und da fand ich Igen immer am geilsten. Ich wollte irgendwie immer Igen sein. So Peter war so der Sprücheklopfer, so immer für Lacher. Igen war doch so ein bisschen so der Nerd und. Ja, aber bei Igen, Achtung, schwang die Coolness so im Subtext mit. So bei Pete Wegman war die immer so ein bisschen zu deutlich. Und bei Igen so, der war so smooth. Also, das fand ich irgendwie immer geil. Außerdem war da diese mega geile Tolle. Ja, diese Tolle, die fand ich eher ein bisschen komisch, diese Tolle. Ach, man gewöhnt sich mal dran. Oh! Auch ein Anruf. Stimmt, ist naja, ja eine Call-In-Sendung. Ach, richtig, wir haben ja Zuschauer. Hallo! Ja, hallo! Hi. Hallo! Na, wie geht's denn so? Gut, ja, uns geht's gut. Julian, bei dir? Ja, ja. Auch. Also. Julian, auf Rügen? Ja. Boah, wie ist das Wetter bei euch jetzt so heute gewesen? Ja, heute war es grau. Echt? Du bist echt der Mann für die spannenden Sachthemen. Nein, ich wollte es gerne, genau. Ich wollte mal vielleicht demnächst nach Rügen. Also. Ja, ja, so ich wollte ja fragen, ob er auch manchmal in diesen komischen Club geht, wo nur diese Nazis rumlaufen. Nee, mit Nazis habe ich nichts zu tun. Wie heißt, da war ich nämlich einmal auf Rügen, habe ich auch schon mal irgendwann erzählt. Ach, Rügen ist so ein Nazi-Club? Nee, aber knapp vor Rügen, wie heißt der nochmal? Nicht Megapark oder so ähnlich. Was Megapark, der neue Nazi-Club. Warst du aus Rügen? Im Hansa-Park? An so einem Nazi-Freigang oder so? Nee. Wo geht man denn noch hin? Nach Teschenhagen? Nach Teschenhagen? Was will man da denn? Ja, was war ja, da denn? Da ist der Club, wo man hingeht. Das ist ein Club. Soll ich mal einen Nazi-Club Rügen googeln? Geh mal Club Teschenhagen. Ja, am besten mal googeln. Ich habe keinen Schimmer davon. Wieso weißt du nicht, wieso kenne ich mich denn aus? Wir waren auf Rügen, war ich im Urlaub, und dann sind wir mit dem Taxi bis nach Teschenhagen gefahren. Ach Gott. In so einen Club. Teschenhagen ja, mit T. Wer fährt denn nicht von nach Rügen, um in den Club zu gehen? Also, Hyperdom. Der Hyperdom. Hyper. Kennst du den nicht? Ja, das ist ja schon 1000 Jahre her. Ist das eine Großfamilie? 1000 Jahre her. Du bist schon vorgestern, Gunnar, entschuldige. Das ist 1000 Jahre her, ey. Entschuldigung. Super lame. Warte mal, ist das so eine Großraum-Disco mit so Stempelkarte für Ja, klar, natürlich. Ja, okay. Okay, ist auch egal. Sag mal, warum rufst du an, wer waren denn deine Helden der Kindheit? Ja, also meine Helden auf jeden Fall meine Eltern und ganz viele Cartoon-Helden. Also solche Leute wie Brave da oder auch der guten. Der gute Captain Future und so weiter, also das waren schon echte Helden. Hast du den auch nachgeeifert? Ja, also ich habe mich immer schon dran versucht, da auch, auf jeden Fall habe ich die ganzen Sprüche immer verwendet, also eigentlich hatte ich keine eigene Sprache, ich war immer irgendeine Person aus dem Cartoon. Hast du noch ein paar Sprüche auf Lager davon? Ach Gott, Kraft eines Bären war ja bei Priester, meine Fresse, da
Das ist jetzt eine gute Frage, es gibt so viel. Jetzt ist auch die große Frage. Benutzt du diese Sprüche heute noch, um Frauen klarzumachen? Ja. Krabben schafft die Kraft eines Bären. Ja. Ja, die Schütze ist trotz jeder Gefahr. Der Hüter ist rechts. Marshall Bravestar. Bravestar, ey, ohne Scheiß. Ja? Also ich als Lady, ich würde da schwach werden, sofort. Ich würde mich direkt hinlegen. Das würde Bravestar auch vielleicht gar nicht mit diesen Frauen zu sprechen, also von so weit. Ey, aber Bravestar hat tatsächlich eigentlich was Heldenhaftes gemacht, weil da gab es doch diese ganz schlimme Drogenfolge. In der stirbt doch so ein kleiner Junge an so Space-Drogen. Und das war eine ganz schlimme, traumatisierende Folge, ohne Scheiß. Also ich wette, eine ganze Generation hat deswegen die Finger von Drogen gelassen, weil das eine ganz schlimme Folge war. Am Ende war der kleine Junge tot. Ernsthaft tot. Nicht damit vielleicht eher wie wegen dem Moonwalker von Michael Jackson. Da ging es ja eigentlich auch um Drogen und Drogen sind böse. Moonwalker, der Film? Ja, natürlich der Film. Stimmt. Ey, aber der war so, der war so seltsam. Ich hatte so strange. Jim Carroll mit Straßen von New York. Moonwalker ist einer der geilsten Filme überhaupt. Dreiteilig ja eigentlich, also drei Filme in einem. Die Handlung durchzusehen ist natürlich ein bisschen schwer, aber ansonsten ist der Film geil. Nee, ey, klar, Moonwalker war richtig geil. Ich meine nur, Bravestar, diese eine Folge, die war so besonders, weil du es nicht gekannt hast in so Zeichentrickserien der 80er, dass da tatsächlich jemand also schon alleine kommt, dass eine Stimme in den Zeichen kriegt. Genau, und dann noch ein kleiner Junge. Ja. Ich weiß, das letzte Bild, die dachten nämlich, also Bravestar hat versucht, diesen Jungen von Drogen wegzubringen und der Junge war dann in seiner Hütte und Bravestar stand mit der Mutter vor der Hütte, jetzt ist alles gut und die gehen dann wieder rein und du siehst quasi nur, wie die Hand des Jungen so leblos über dem Bett hängt und die Mutter fängt an zu schreien. Und so hört dann die Folge auf, so der Junge ist gestorben. Das war echt hart. Von daher, Bravestar quasi über Umwege ein Held. Hängt da noch eine Spritze am Arm? Nein, das war irgendwie... Aber früher waren ja überhaupt bei den Cartoons auch viele ernste Sachen drin. Also bei Captain Future hat sich ja auch jemand geopfert, um dann das Raumschiff wieder betreiben zu können, weil irgendwie das Raumschiff ja Calcium brauchte und der Typ hat sich dann quasi auflösen lassen vom Maschinenraum, keine Ahnung. Irgend so eine komische Technologie. So, auch Captain Planet, glaube ich, damals ging es auch ein paar komische Folgen. Das ist nicht so wie heutzutage bei Kinderkram. Ey, es gab früher, also sowohl in Serien als auch in Zeichentrickfilmen, das ging echt ein deutliches Stück härter ab. Da auch sind am Fluss und so. Ja, ey, Watership Down, der kleine, ohne Scheiß, der kleine tapfere fucking Toaster. Diese eine Szene, wo dieser große Ofen überhaupt im Keller oder was das war, lebendig wird, das war so schlimm. Für so ein kleines Kind, da rechnet es ja mit nichts. Ja, auf einmal genau. Oder bei Fairy Day. Fairy Day hatte ich Albträume. Den habe ich ja auch Fairy Day gesehen. Fairy Day, der Katzenkrimi, der gezeichnete Katzenkrimi. Ja, genau der. Du meinst diese Albtraumsequenz, ne? Wie er mit den Katzen spielt. Ja, ich fand auch Dumbo, fand ich auch schon so. Diese psychedelischen, tanzenden Elefanten, da habe ich Schiss gekriegt. Diese Elefanten, die aus Elefantenköpfen bestehen. Und dann laufen wenn du mal so überlegst, also schon alleine Tom und Jerry oder so, wie die sich immer verkloppt haben. Ich meine, das war ja alles auf lustig gemacht, aber das war lustig. Wenn du so heute als Erwachsener das anguckst, ey, das ist doch richtig heftig, wie die da mit einem Hammer auf sich einhauen. Und was weiß ich, das ist doch richtig gewalttätig. Geht aber noch. Das ist ja auch so witzig. Genau. So. Also ich finde das. Ja, es ist ja auch witzig gemacht, aber jetzt stell mal vor, ein Kind holt sich einen Hammer, kommt ein Kumpel vorbei, die spielen zu, und holt einen Hammer, holt einen Hammer. Riesigen Hammer. Ja, auch einen kleinen. Du kannst ja auch mit einem kleinen in ein Loch einen Schädel reinhauen. Okay, Prost. Also ich glaube, wenn man sozial gefestigt ist in seinem Umfeld und von den Eltern quasi so pädagogische Vorbildung mit an die Hand bekommen hat, dann weiß man schon, dass ein Hammer wehtut. Oder? Wenn man keine Eltern hat. Ja, okay, dann ist natürlich Bravestar... Nur ein Hammer. So dann kümmert sich Bravestar so ein bisschen Bravestar um Erziehung. Ja. Genau. Ja, schön, Klassiker. Ja, und einer meiner Kindheits-Frauenfantasien, das war zum Beispiel die von Mein Vater ist ein Außerirdischer, die wurde noch nicht genannt, und Mila Superstar. Da war ich auch so jünger als sie, aber die war ja nicht unhot, sag ich mal. Ne? Ich fand Mila Superstar nie so geil. Mein Vater ist ein Außerirdischer, was war das denn nochmal? So. Mein Vater ist ein Außerirdischer, also wo das Mädchen denn rausfindet, sie hat die Superkraft, die Zeitanzahl. Ja, das fand ich auch cool. Hab ich auch gern geguckt. Absolut super. Ja, sicher. War das nicht auch diese Hart? Nee. Oh, Maureen Flanagan etwa? Wahrscheinlich, ja, stimmt. Ja, genau. Das dürfte so sein. Ja, nicht schlecht. War ganz süß. Ich fand auch eine Geschichte. Ich würde der dann ja auch mehr gut aus, aber die war schon geil. So, jetzt lassen Leute den Andy endlich mal die Deckung hier fallen. Ja, schön. Ja, danke, Julian, für den Anruf, ne? Ja, gerne. Wir lassen noch einen rein hier. Viel Spaß noch, ne? Viel Spaß noch im Hyperdome. Ja, ich wollte gerade sagen,
Genau. Ciao. So. Mann, der Hyperdome ist 1000 Jahre her, Gunnar. Hyper. Erzählt sich kein Mann von vorgestern, da schläft ja mein Opa ein. Ich muss doch über einen Helden der Kindheit von mir reden. Sag mal, trinken wir eigentlich noch einen oder was? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht, ich wollte noch einen. Sicher. Rein, ja, Alter. Otto Waalkes. Oh Gott. Ich muss echt aufpassen, wann ich trinke. Okay. War der kein Held von euch? Nein. Dass ihr gesagt habt, oh geil, der ist so ein witziger Typ. Ja, aber das ist doch nicht dasselbe wie, der ist ein Held für mich. Otto Waalkes. Ja, aber dem strebt man so hinterher, man will auch witzig sein, man nimmt ihn so als Vorbild. Nein. Helge Schneider eher? Otto Waalkes? Nee, nicht so ein Vorbild. Der, also okay, Vorbild habe ich nicht. Ein bisschen gedacht habe ich das, als früher so Kalkofe anfing mit der Mattscheibe. Also das fand ich echt respektabel, wie der so geschliffen, aber irgendwie doch so war, so Leute zerlegen kann in 3 Minuten. Da dachte ich, okay, Alter, das ist eine Fertigkeit, die hätte ich gern. Das ist schon, das flößt mir Respekt da an. Aber ich fand Otto Hammer. Ich fand Otto so cool. Ich hab den auch irgendwann. Und jetzt sag mir bitte, dass du mal in der schwachen Stunde dich hingesetzt und so ein geiles Comedy-Skript geschrieben hast. Nee, leider nicht. Mann, Alter! Ich habe tatsächlich auch die Fanten gemalt, sehr viele. Oh. In der Schulzeit. Hast du keinen mitgebracht? Nee, ich kann die aber nicht mehr malen. Ich konnte sehr gut auch die Fanten malen. Ist das so? Schade. Ich fand aber Otto sehr gut. Also auch die Filme. Ich fand den zweiten Otto-Film. Ist der ist super. Mein Lieblings-Otto-Film. Otto der Außerphysische. Gute Idee. So ein Scheiß. Ja, der neue Film ist das, ne? Otto der neue Film. Genau, ja, mit hier dem hier Amboss und so. Ja. Ja, ja. Mit Gabi. Otto der Außerphysische. Wir beide sind hässlich. Otto der Außerphysische finde ich aber auch gut. Ja, der hat so ein paar Szenen. Nice to meet you. Schön, dich zu mieten und so. Hab ich ein Glück. So ein Gummiband kann ich gerade gebrauchen. Ich schmeiß das Geld weg und so. Richtig witzig. Ja, die waren, ja. Aber dann ging es ganz schön bergab. Und seit ein paar Jahren hier 7 Zwerge. Das ist ja alles der letzte Scheiß. Boah, Alter, der geht mir so hart aufs Ei. Ganz schlimm. Ja, ganz furchtbare Filme. Die jetzt aber lustig, dass du das so als heldenhaft so wahrgenommen hast. Ich fand das wichtig. Also, das war ein Vorbild für mich, Otto. Oh, stimmt. Okay, bisschen in die Richtung. Harald Schmidt. Ja, guck mal. Harald Schmidt fand ich immer, wirklich, das ist immer noch so mein. Also auch nichts gegen. Weiß ich, alle feiern so Böhmermann, aber wenn ich die für mich so vergleiche, Harald Schmidt ist irgendwie echt einfach so der Obermotz, was das angeht. Ja. So, da klingt es schon wieder. Mein Gott, ein Verkehr hier. Hi. Hi. Hallo. Hallo, David. Hallo, David. Hey. Ah. Hi. Ja, Jungs, wie sieht's aus bei euch? Ich habe besser angeschaut. Ja. Keine Ahnung, was so dran war heute Abend, aber kennt ihr Michel Vaillant? Nein. Ist das auch ein Serienheld? Das ist ein Serienheld. Davon hat Marco das letztes Intro angesprochen. Michel, das hört sich aber weiblich an. Hat Marco darüber gesprochen, oder? Also, so schreibt man ihn. Der Name, den habe ich schon mal gehört. Ja klar, das wird der Rennfahrer. Sagte er, nachdem er den Rennfahrer gesehen hat. Ja, und das war dein Held, oder was? Oder fandst du den geil? Superheld. Nein, es war eine coole Serie damals. Und bist du dann auch irgendwann Rennfahrer geworden, hoffentlich? Nee, ich bin Test-Dummy geworden. Was? Test-Army? Test-Dummy. Test-Dummy. Ja, aber was waren denn, heute so krasse Helden der Kindheit, die genannt wurden? Ja, wie? Du hast ja jetzt mal die Sendung einfach gucken sollen. Du kannst nicht uns jetzt sagen. Ja, Leute, ich bin erst nach Hause gekommen. Ja, dann guck die Sendung einfach, spul nochmal zurück. Du kannst dich anrufen und sagen, wir fassen die Sendung hier nochmal eben zusammen. Andere Leute sitzen seit Minute 1 da und probieren die ganze Zeit anzurufen und haben was Cooles zu sagen. Ja, was ist denn bis jetzt passiert? David, das ist natürlich, aber ich meine, ey, Glück ab, bist halt durchgekommen. Ja. Es ging, eigentlich ging so um sexuelle Obsession im allerweitesten Sinne. Und das da stimmt. Musst du dich dann natürlich jetzt auch zu äußern. Wie ist mit Alf zum Beispiel? Fandst du Alf geil? Bist du? Alf, super. Super geil, ja. Nee, Alf fand ich gar nicht so geil damals. Und Knight Rider? Knight Rider war okay. War okay. Baywatch? Okay. Ja, aber Knight Rider fand ich auch nicht so geil. Nee? Ja, doch, Knight Rider doch, war schon Knight sehr Rider cool. War das Shit. Und meine großen Vorbilder, die Jackass Crew? Ja, ich immer noch okay, nach, einfach. Was ist mit MacGyver? Ja, MacGyver war richtig geil. Ohne Scheiß, da wollte doch jeder so sein wie er. Ja. Natürlich. Meine Lieblingsfolge von MacGyver ist die mit dem Hochhaus. Da übernehmen Terroristen das Hochhaus und er will mit seinem Vater an dem Abend zum Eishockeyspiel gehen. Weißt du noch? Oder ich verrate jetzt knallhart das Ende. Ich spoil, ne? Das ist ein bisschen Die Hard-mäßig, ne? Ja, ja, genau. Er ist ganz allein. Und so. Pass auf, und das Geile ist, er hat ja die ganze Zeit das Ticket für das Eishockeyspiel dabei. Sehr gut. Und am Ende... Okay. Am Ende verhindert er mit dem Ticket, dass eine Bombe hochgeht. Weil dieser Schnappmechanismus der Bombe, der schnappt gerade so zu und er schiebt so sein Eishockey-Ticket dazwischen. Und dann ist alles und gut. Kann er nicht und mehr dann, zum Spiel? Und dann kommt der Fahrer rein, der nichts mitbekommen hat, sagt: Ist toll gemacht, mein Sohn, komm, lass uns alle zum Eishockey gehen. Und rennt aus dem Raum und MacGyver weiß gar nicht, was er machen soll. Ich kann doch jetzt nicht mal Ticket rausziehen. Und dann ist die Folge vorbei.
Und hat das Spiel verpasst, oder was? Dann. Ja, offensichtlich. Seidel hat gesagt, ey, cool, hat das Ding wieder rausgezogen und alle sind eines Aber ging ja öfter zum Eishockey, ne? Ey. Kann man das noch toppen? Jetzt habe ich eine geile Frage. Wie heißt mit Geiger mit Vornamen? Der hat so einen ganz komischen Namen. Ja. Quincy. Nee. Tüdelüdelü, MacGyver, weiß er, nee, Angus. Ach ja, Angus. Angus MacGyver. Das kam auch im Nerdbeef, stimmt, das hatten wir doch schon neulich. Da war ich letztens. Fuck, ey. Das war letztens schon. Und da hab ich, glaube ich, selber noch so, wie das Beef, ne? Ja, ja, Angus Beef. Hallo. Ja, David. David, das war ja was. Ja, Jungs. Danke für den Anruf. Und das hat nichts beigetragen. Das fand ich sehr schön. Tschüss. Cool. Ciao. Mann, Mann, Mann. Ja, die Jackass-Jungs muss ich noch erwähnen. Hast du ja eben erzählt, du warst bei Steve-O gerade. Was hat denn er nochmal gesagt zu Lindsay Lohan, um mal so ein bisschen einen kleinen Kreis zu schließen? Ja, ich darf nicht, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. nein, er hat so ein paar Koks-Geschichten ausgepackt über Lindsay Lohan und Paris Hilton. Lindsay Lohan hat irgendwie eine Party zu Hause gehabt, dann war er da, haben die zusammen gekokst und dann hat sie ihn rausgeschmissen, ihn seinen Koks abgezogen und er stand irgendwie vor der Tür, hat ihn geklopft, weil sein Koks wieder haben und die hat ihm fuck you! Aber das sagt dir alles, was du über die Karriere von Lindsay Lohan wissen musst, dass Steve auch auf einer Party von ihr war. Also ja, ey, vor 15 Jahren wäre das absolut undenkbar. Wahrscheinlich hatte sie keinen Koks, hat sich gedacht, wem rufe ich an? Steve-O! Hey, Steve-O ist immer. Aber ich dachte, ey, als wir den gesehen haben, der war doch so komplett straight. Ja, ist er so, ja. So kein Alkohol, keine Drogen, kein nichts. Ja, jetzt, warum jetzt hängt er dann auf so einer Drogen? Nein, vorher. Nein, der erzählt ja. Der macht ja also jetzt ein Stand-up. Das war ein Stand-up und da hat er ja, ja, genau, von früher so Geschichten ja, ja, erzählt. Ach so, ja, okay, ja. Also nicht jetzt. Das sieht wirklich jetzt fresh aus. Hat neue Zähne, alles glänzt dir in sein. Ja. Ich weiß, weißt du, was ich eigentlich noch besser als Jackass finde, ist Dirty Sanchez. Kennst du das? Ja. Das sind so drei Engländer und ein so ein guck ich Waliser. Ich habe nie so wirklich geguckt. Finde ich, also das geht schon wirklich hart an die Grenze, aber da habe ich auch schon Tränen gelacht. Wirklich, das ist, also Jackass ist dagegen, also bei aller Sympathie, ja, aber das ist echt so Pille-Palle. Darf ich nicht von erzählen, weil es noch nicht ausgeschrieben wurde. Aber du warst aber ja auch nicht ausgeschrieben. Weiß ich weißt nicht. Weißt du das? Nächste Woche? Darf man nichts erzählen, aber das war... Das war so ein bisschen, ne? Ich hab's mir schon ein bisschen reingezogen, ne? Also ich nehme das Wort episch nicht leichtfertig in den Mund, aber das war episch. Das kann ich mal sagen. Zum Vergleich zu früher, also ist es wirklich härter geworden. Ich habe mir noch ein paar Sportler aufgeschrieben. Nicht für alle. Michael Jordan, Jürgen Klinsmann, Andy Köpke war ich sehr groß, war auch sehr lange, ich wollte immer Torwart werden. Und natürlich Henry Maske. Und damit beschließen wir das mit Chris Pogo. Ey, Henry Maske, der lameste Boxer ever, sorry, aber... Das war ein der Gentleman. Tänzer. Das war ein Tänzer, kein Boxer. Ey. Der hat irgendwann nur noch Punkte gegangen. Und Michael Chesky, Tiger, Michael Chesky. Tiger, Darius Michael Chesky. An der Stelle auch nochmal Grüße an Darius Michael Chesky. Der heute leider nicht durchgekommen ist. Ja. Nach Danzig. Der ist jetzt ganz groß. Ja, so also Boxer Danzig. Fand ich auch mal cool. Ja. Irgendwie. Tyson, nee. Ey, Tyson war der Shit. Ja. Sportler waren mir echt alle egal. War dir egal, ne? Bis auf den Ultimate Warrior halt, ne? Ultimate Warrior. Wir könnten noch viel länger reden, aber Sendung ist vorbei. Ja, ich auch, aber ja, aber. Was? Wie vorbei? Es kommt ja bestimmt was total Spannendes im Anschluss, oder wie? Ja, das was kommt jetzt? Horizon kommt jetzt. Ja. Horizon wird weitergespielt. Okay, ist ganz gut. Also nicht so gut wie das jetzt hier, aber ist okay. Ist okay. Kann man sich reinziehen. Ja, kommst du mal wieder irgendwann. Ja, wann denn? Wann ja, muss so ich denn? Im Herbst. Okay, 2043. So. Ja, dann danke gerne fürs Einschalten und ich hoffe, wir hatten ein bisschen Spaß gehabt. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Strebt Vorbilder hinterher, aber seid auch selbst eine Persönlichkeit. Scheiß Schleimer, du bist so ekelhaft, ey. So, dann. Tschüss. Tschüss. So.